dann geht das ab. Kannst du mit dem Schwert machen. Ja. Du kannst es aber auch mit dem Glas machen. Vergiss es. Das wäre geil. Ja. Oh nein! Aber sonst geht das wirklich mit dem Glas, ne? Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Wir sind hier beim guten Jochen. Ich habe ihn direkt hier am Start. Moin Jochen. Moin. Grüß dich. Das ist der Bäcker vom Bundespräsidenten. Ja, unter anderem. Unter anderem für die VIPs, sagen wir mal so, ne? Nein. VIP ist jeder. Mir ist nur wichtig, dass sie es deuten können, weil es ist nur Boden, da kann jeder dabei sein. Ja. Du bist so wie mit deinen scheiß Burgern, oder? Das ist eine hohe Kunst, aber ja, Jochen, diese Burger. Ja, meine ich ja. Äpfel und Birnen ist beides Obst, bei mir ist es Äpfel und Zitronen. Okay, ja, aber eins halten wir fest, du hast es maximal drauf und du wirst mit uns heute Focaccia. Ja, Focaccia ist geil. Ja. Und auch zum Nachbacken, kochen. Und denkt dran, wenn ihr jetzt was im Video nicht 1 Million% hinkriegt, in die Box unten schreiben wir die Zubereitung und die Zutaten. Da könnt ihr alles einmal nachmachen. Und wir gehen jetzt nach oben, gucken, wie wir das machen. Und denkt an die Kommentare. Gutschein geht raus. Irgendwas reinschreiben, wie ihr das Format findet. Gerne euer Feedback. Und ja, dann gehen wir nach oben, Jochen. Ne? Bruder holt ein Bruder an der Filiale bei mir. Der hat eine neue Filiale, der Jochen. Ja. Glaubt mir ganz ehrlich, wir haben Kontakt geknüpft, weil er sich gefreut hat. Weil ich im anderen Video sein Brot probiert habe, ich gesagt, das ist das beste Brot meines Lebens. Und das sage ich mit gutem Gewissen. Das ist zweimal Millionär, warst du, ne? Und hat alles versoffen und Einmal in jedem Fall. Einmal, ne? Von 1989. Ehrlich, und die hast du klar gemacht. Die habe ich. Hast du klar gemacht? Betty, ich habe dich direkt gesehen bei Instagram. Grüß dich. Grüß dich auch. Hallo. Ahmed. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Er hat schon gesagt, du wirst heute für uns nackt das Focaccia backen. Nee, das machst du alles beim Mann. Guck mal, Jochen ist auch ein Athlet. Guck mal hier. Ja, genau. Wenn ich jetzt den Titel nennen würde im Video, ich backe mit dem besten Bäcker Deutschlands. Wäre das richtig? Manche sagen der Welt und die Welt kenne ich nicht. Der Erde reicht. Ja, der Erde. Du weißt doch gar nicht, mit wem du heute backst, mit dem Meister aller Klassen. Ja, ich weiß. Ich würde dich abziehen im Backen. So, jetzt wollen wir mal anfangen. Wir nehmen jetzt hier die Standardmehl. Eigentlich nehme ich immer 55. Wir haben jetzt hier so ganz normal 405er Mehl. Ja. Das heißt, wenn du 100 Kilo verbrennst, bleiben 405 Gramm Asche über. Mm. Das gibt also die Mineralien her. Scheiß auf die Mineralien. Okay. Dieses ist der Vorteig, den habe ich gestern vorbereitet. Da kann man entweder alten Teig nehmen, macht das rein als Hefestarter. Oder man macht Hefe rein. Ich hatte jetzt keinen alten Teig hier, also habe ich ein Stück Hefe reingemacht. Das ist jetzt 24 Stunden alt. Ja. Und dieses hier, was man hier sieht, diese komischen Stippen, das zeige ich euch jetzt. Okay. Aber denkt dran, Leute, wenn ihr jetzt nicht ganz mitkommt, in der Beschreibung erklärt sich das alles. Weil ich bin so, ich würde jetzt nur Bahnhof verstehen. Denkt dran, wir müssen einen Vorteig machen. Muss. Und das zeigen wir euch jetzt. Und den lasst ihr dann 24 Stunden, lasst ihr den erstmal ziehen. Guck her, mach rauf hier. So, hier habe ich das alte Brot. Das habe ich jetzt eingeweicht. Das ist jetzt in dem Fall Vollkorn-Ciabatta. Und daher kommen hier diese Stippen. Weil das Mehl ist eigentlich viel heller. Da denken viele, ist das Vollkornmehl? Nee, das ist das alte Brot. So, pass auf. Also wir zeigen jetzt, wie wir den Vorteig machen. Vorteig. Das ist auch der erste Schritt, wenn du jetzt Focaccia machst. So fängst du an. Brot einweichen, schneiden, Brot einweichen, Topf drauf, so wie wir es gezeigt haben. Okay. Drin hier. Das ist jetzt für 500 Gramm Mehl. Ich habe 500 Gramm Mehl, weil diese Maschine, die greift 1 Kilo Mehl. Ja. Das sind dann ungefähr so 1,8 Kilo Teig. Okay, und du hast da jetzt auch nicht ausgedrückt. Du hast es einfach jetzt so. Nee, nicht ausdrücken. Ne? Das Wasser lässt auch noch stehen, weil es gibt eigentlich kein genaues Rezept. Das kann variieren um 50 Milliliter. Ja. Da müsst ihr jetzt keine Angst haben. 50 Milliliter ist nichts. Okay, das war nämlich meine Frage. Muss man es immer ganz, ganz genau machen? Nein! Nee. Wenn du beim Sternekoch Salz abwiegst fürs Rinderfilet, bist du entlassen. Ja, ist so. Also das war ein halbes Paket, jetzt haue ich das da rein. Jetzt brauche ich den, schlecht vorbereitet, der Gauss, Zucker. Also wie gesagt, du wiegst es dann ab, auf ein Kilo rechnest du 50 Gramm. Ja. Also, ich wiege es nicht ab. Du machst einfach so Pi mal Daumen 50 Gramm. Nee, nicht Pi mal Daumen, das ist schon ziemlich genau. Du hast das im Gefühl. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Du hast es im Blut. Salz rechnet man immer 25 Gramm pro Kilo, also pro 100 Gramm 2,5 Gramm. So, aber bei Vorteig, sonst bei Ciabatta oder so, darf kein Salz rein. Mhm. Bei Focaccia-Vorteig muss Salz rein. Okay. Warum? Kann ich dir nicht sagen. Und dann nimmst du hier so einen Würfel Hefe, den kannst du kaufen. Mhm. Bei Onkel E oder Onkel R. Und wenn die so ist und so bricht, so wie Schiefer, dann ist sie frisch. So. Okay, geil. Also man rechnet so Faustformel bei Vorteig 100 Mehl, 60 Wasser. Also nimmst du 300 Milliliter ungefähr. Okay, genau. So, pass auf. Hoch. Ungefähr 5 Minuten sagst du, knetet man ungefähr. So sieht der aus und dann sieht er so aus. Seht ihr das? Okay, den lässt du einfach stehen. So, nee, mit Folie, Kühlschrank. Okay. Kannst du aber auch, wenn du das denselben Tag noch machen willst und nicht über Nacht,
6 Stunden. Warum soll man es überhaupt 24 Stunden? Das checke ich nicht. 24 Stunden ist einfach, dass einfach dann geiler ist, finde ich. Ja. Und bei 24 Stunden nimmst du weniger Hefe. Den Vorteig stellen wir jetzt kalt mit Folie und dann nehmen wir den Vorteig und machen da den Teig. Da geht es dann weiter, ne? So. Ohne jetzt, dass man den Vorteig so lange gehen lassen muss. Wie lange braucht man, um dieses Rezept zu Hause? 2 Stunden. 2 Stunden. Effektive Arbeitszeit 15 Minuten und dann kannst du grillen oder weiß der Geier was. Ja, ich finde es schön, Leute, muss ich sagen, dass der Jochen das so macht. Ich schalte mein Backen immer dran und hier 1 Milligramm, genau hier das. Aber Jochen, einfach so, so und das passt und das bockt. Sag mal, Melzer, ja. Wie ich mal das, was muss ich denn dann sagen? Geh nach Hause. Ja, ja, geh nach Hause. So, und das ist jetzt der Vorteil. Da ist, wie gesagt, auch Salz bla 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 drin. Da machen wir jetzt das andere Mehl rein. Genauso viel Mehl, wie wir vorher reingemacht haben, sprich 500 Gramm. Mhm. Weil wir hier 500 Gramm drin haben, Hälfte Mehl als Vorteig, dann den nächsten Tag oder nach 6 Stunden. Nur ich habe gestern vorbereitet, dass wir das sehen können, weil wir wollen ja nicht 3 Tage zusammenbleiben. Aber oder doch? Ja, ja. Ach Mann, ich habe ja, hab ich genug da. Ach, hast du auch Schweinefleisch mitgebracht? Ist da drin. So, und jetzt macht man das da drauf. Man, kann man natürlich abwiegen, auch, aber es ist ein halbes, Fettglas. Jetzt haben wir das Mehl drin, jetzt müssen wir das Olivenöl noch reinmachen. Dann machen wir 100 Milliliter pro, also müssen da jetzt 100 Milliliter rein pro Kilo Mehl. Oh, das ist dein Brot hier, das ist dein Brot. Das ist das Gerster, das ist mein Lieblingsbrot. Gersterbrot? Gerster, Gerster. Das ist das Einzige, was Hannover hat, ne? Oh, und zweite Fußball-Bundesliga und nur noch wie Hamburg, ne? So, jetzt machen wir Salz nochmal rein. Wie gesagt, da rechnet man eben 500 Gramm, auch wieder 10 Gramm Salz. Mhm. Das sind 10 Gramm, ne? So, Zucker auch wieder. Nicht mehr 50 Gramm, sondern auch nur 10 Gramm. Auch nur 10 Gramm. Auf 500 Gramm Mehl. Jetzt machen wir erstmal kein Wasser rein. Hast du gerade nochmal Hefe reingeworfen? Nur ganz hinten? Ja, nur, dass wir die Zeit verkürzen. Wie lange würden wir jetzt warten müssen, wenn wir es nicht reinmachen? Dann müssen wir ungefähr 4 Stunden warten. Und wenn du es jetzt reinmachst, dann ist das in 2 Stunden aus dem Ofen. Okay. Was dann? Kitchen ist scheiße, müssen wir leider sagen. Scheiße sagst du, ja? Also jetzt ist richtig scheiße. Er hätte dir mal Kooperation klar machen sollen, Leute. Jetzt lasse ich das drin im Video. Tag an hier richtig. KitchenAid, gute Arbeit. Ja, Mann. Gute Arbeit, der KitchenAid. Jetzt löst sich das auch wieder schön vom Kesselrand, siehst du das? Dann merkst du, es ist fertig. Das ist fertig. Das ist dieses Klebereiweiß, muss man auskneten. Bei Roggen langsam, bei Weizen schnell. Man kann Mehl oder Oliven lassen. Ne? Bei Mehl kann es dann sein, wenn du so ein bisschen Onkel Fusch bist, dass du dann da Mehlnester drin hast und das will man nicht. Also man kann einmal Öl nehmen, dann klebt es nicht, ne? So? Ja, ja. Pass auf, jetzt zeige ich, dass man das andere mit Mehl, wie man das dann macht, so Rundstoß, ne? So, und das nennt man Rundstoßen. So, dann macht man das so. Jetzt habe ich hier 2 Formen. Das ist natürlich viel zu viel Teig. Ne? Ja, ja. Da rechnet man hier für so eine Form 500 Gramm und hier würde ich 250. Mhm. Wenn die zu flach sind, ist scheiße. Teilen wir das mal so ab. Machen wir das für das, ne? Und das für das so. Ne? Mhm. Wenn man jetzt noch mehr Teig hat, dann kannst du auch Brötchen machen. Jetzt reichen wir das jetzt mit Öl aus, mit demselben Öl, weil ich das andere auch mache, damit es nachher nicht klebt. Ja. So. Das muss jetzt eine Viertelstunde liegen, damit es entspannt und dann fangen wir an auszurollen. Ah, okay. So, fertig. Fertig. Ne? Das liegen, egal, wenn das hier mal so ein bisschen... Nein, ist. Scheiß drauf. Naja gut, hast du natürlich schon recht. Ne? Hast du leider recht. Es soll eigentlich so sein, dass keine Luft reinkommt. Okay. Gut, jetzt, das heißt jetzt Viertelstunde warten. Aber wie gesagt, so fest muss das sein. Nur, dass du es weißt. Wenn das jetzt zu weicher ist, ne, dann kann es zusammenfallen und dann ist es in der Mitte hohl, weil wir haben ja kein Pülverchen. Du kannst natürlich auch Backmittel reinmachen. Ja. Aber wir wollen es nicht reinmachen, weil es scheiße ist. Und okay. So. Betty, da bist du. Betty kommt gerade aus der Wäscheküche. Ja. Das ist Betty früher. Und Jochen, den sieht man nicht, der hat da hinten gegeiert. Auf Bettys Hintern damals. Ne? Das bin ich da rechts daneben. Das bist echt du? Ja, ja. Da warst du noch nicht so durchtrieben und verdorben, ne? Aber richtig. Da war erst die schlimme Zeit, ne? Richtig. Ja, und mega Haus. Guckt euch das an, 600 Quadratmeter? Ja, Grundstück ein paar Tage, aber Grundfläche 600. Ja. Nee, mal guckt euch mal das an hier. Jochi, Jochi, Jochi. Ja. Das mache ich erst wieder rein, wenn Betty in der Reha ist. Ja. Und da geht's auch noch. Was ist denn hier los?
Jochus, ey. Da Sauna unten oder so. Jochus lebt wie ein König, du. Ich war noch nie in der Sauna, ist aber alles da. Alles gebaut worden, wie die Energiekosten bei null waren. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier irgendwas anmache, flackert im ganzen Ort das Licht. Das ist so, ja. 7 Scheine hat er nachgezahlt letztes Mal. So, jetzt hauen wir uns hier mal einen rein. Achmed und ich. Achmed, willst du? Boah, weiß ich nicht. Du musst doch fahren. Du sollst ja die ganze Kullerei aufmachen. Wenn ich trinke, dann geht richtig, weißt du? Ja, ja, wir haben noch mehr Spaß. Das ist alkoholfrei. Und vegan, ne Jochen? Vegan. Und alkoholfrei. Vegan. Auf Dinkelbasis. Du musst das hier dann auf der Naht so lang und dann geht das ab. Kannst du mit dem Schwert machen. Du kannst es aber auch mit dem Glas. Boah, perfekt. Vergiss es. Das ist aber geil. Oh nein! Aber sonst geht das wirklich mit dem Glas, ne? Das geht echt, ne? Oh, Bundespräsident, ruf an. Ehrlich jetzt? Nein, da geh ich nicht ran. Doch, geh ran, nein, bitte! Geh einfach ran! Champagner, Jochen! Champagner, Jochen. Das ist der heftigste. Vor allen Dingen Champagner niemals in Champagnergläsern trinken. Warum nicht? Warum? Weil ich immer nachschenken muss. Weißt du, warum ich nämlich die Pullen abhaue und nicht so aufmache, damit es dann hier nämlich reinpasst? Das macht das Sinn, ist Jochen. Nämlich sehr gut. Das hat alles hier Struktur und Sinn, was der Jochen macht. Sag mal, Betty, wie hältst du das mit dem Typen aus? Sag mal ehrlich. Gut. Ja? Ja, ja. Ich bin immer derjenige, wenn er nach Hause kommt, die ihn runterfährt. Kennt euch jetzt ja auch ein paar Tage, ne? Oh ja. Aber schön zu sehen, dass auch sowas wie eine Ehe noch funktionieren kann, ne? Nicht nur Männer. Hast du gehört, Schatz, zu Hause? Also Jochen, wir müssen jetzt wieder aufgreifen. Wie lange haben wir jetzt gewartet? Eine Stunde, würde ich sagen, ne? Eine Stunde haben wir gewartet? Ja. Jetzt dauert es nochmal 30 Minuten. Machst du einfach so lang. Guck. Haust hier rein, drückst ihn da rein. Siehst du das? Bisschen gleichmäßig. Und jetzt müssen wir warten. Jetzt können wir schon mal die anderen vorbereiten und machen uns zwar Knoblauch drauf. Das habe ich mir vom Mäzer geklaut. So, das ist frischer Knoblauch. So, und jetzt pass auf, das ist jetzt wichtig. Knoblauch, Frischhaltungsmittel Nummer 1 ist immer Salz, Hering etc. So, jetzt machst du das dann rein. So, und dann verreibst du das so. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Olivenöl drauf. So, und jetzt kommt hier der Knoblauch drauf. Das mache ich jetzt nur drauf, dass ich das hier in den Gärschrank reinmachen kann. Der jetzt der Ofen funktioniert jetzt als Gärschrank. Aber dann bei 40 Grad, ne? Damit es schneller geht. Gut. Jetzt kommt das da rein. Jetzt warten ungefähr eine halbe Stunde und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Geil, geil. Also eben nochmal letzten Schritt. Da habt ihr gesehen, einfach ordentlich einen Ölschuss drauf mit dem Knoblauch vermischen, ein bisschen einreiben und gut ist. Will ich als erstes selber nachmachen, das Rezept, ich schwör's. Ja, geht's. Echt gut. Gut, dann warten wir jetzt einfach erstmal, ne? Jetzt wird Jochens Brot hier getestet. Einfach das Brot mit Butter. Guckt euch mal diese Kruste an. Betty, ist echt wirklich, ich danke dir. Ich nehme eine lang schon, Betty, danke. Geil! Ich nehme auch eine. Nur 8,4. Dankeschön, vielen Dank. Dieses Brot ist echt einfach ein Traum, Leute. Was ist hier los? Jetzt geht's weiter hier. Wir haben wie lange jetzt? Oh! Guck mal! Oh, guck mal, wie weich das aussieht hier, Leute. Ja, könntest du jetzt reinstecken, das ist wie eine Wolke hier. So, jetzt mache ich den Ofen heiß hier, volle Pulle. Knoblauch ist drauf. Olivenöl nochmal. Einfach ordentliche Ladung Olivenöl, Leute. Ordentliche Ladung. So, und jetzt kann man entweder eine Gabel nehmen und macht so, damit es zusammenfällt. Dann geht das Öl da in die Löcher. Jetzt kann man entweder frischen Rosmarin nehmen. Den müsste ich dann aber schneiden und so ein Scheiß. Aber ich habe hier so eine Geheimwaffe. Da ist Majoran drin, da ist Rosmarin drin, da ist Kümmel drin. Und dann? Da kann man jetzt auch... Guck hierher! Jetzt warten wir nochmal bis heiß. Wie viel Grad, Jochen? So heiß wie es geht. Also ich habe jetzt 220. Und dann kommt er nur noch eine Viertelstunde rein, glaube ich. Ne? Ja, nur man sollte das so abmessen, so die Temperatur, dass es nicht länger wie 15 Minuten ist, weil das ist ein sogenanntes Flachgebäck. Zum Beispiel Baumkuchenbäck nur 10 Sekunden oder 15 Sekunden, weil es sonst austrocknet. So, wir müssen jetzt warten, dann hauen wir es drin. Mega gespannt, wie es schmeckt. Jochen sagte eben auch, er hat nicht einmal probiert. Alles einfach aus dem Kopf raus. Gucken wir gleich, wie das aussieht natürlich und ob das auch schmeckt. Der Ofen ist heiß. Jetzt hauen wir das erstmal rein, weil wir ja zwei haben, um zu sehen, ob die Temperatur stimmt. Wann haben wir denn eingestimmt? Sag mal, warum? 15 Minuten haben wir jetzt. Hey! Davor meintest du 15 Minuten muss her. Ja, war gelogen. Ja. Sieht gut aus, ne? Perfekt, oder? Das ist also gebackenes Feder. Kein Energieverschwendnis. Red! Femio, gib uns den Beat! Ja, Femio.
Noch Fragen? Geil. Und der Sohn von Jochen ist auch gekommen. Jo, Julia, komm her, du Schweinepriester. Jedes Mal so schön Brötchen, Brot und alles. Das gibt's doch nicht. 2019 haben wir uns mal in Hamburg getroffen, hat er mir gerade erzählt. Da war aber halb so groß. Ja, da war halb so groß. Genau wie der Stiel da unten. Der war auch noch halb so lang. Wie eine Wolke, ich schwöre es euch, oben ganz kross, knackig. Geil. Mm. Gut gemacht hast du das. Gut gemacht. Kannst du komplett, wirklich, hat sich einen Namen gemacht. Backup für den Bundespräsidenten. Nein! Das ist der Shit. Macht das zu Hause nach, ich schwöre es euch, das ist zu krank. Aber das, so gut wird das, wusste ich nicht, ne? Das ist jetzt zufällig. Ich muss wieder in die Kirche antreten. Wie das knackt von außen. Ja, ist geil, ne? Guck mal an. Ah. Ich drück mal noch mal drauf. Das ist so fluffig und gleichzeitig noch so matschig irgendwie. Ganz verrücktes Gefühl im Mund. Das ist das ganze Öl da drin auch. Nein, das ist mein Zeit, Mann. Nicht die 15 Liter Öl. Ohne Scheiße, schmeckt so heftig. Ja. Ahmed, hast du schon probiert? Nein. Hau dir mal rein. Das ist mir eine Ehre. Feinde! Nein! Na, bist du jetzt zufrieden? Sehr gerne. Es gibt 9 3-Sterne-Läden in Deutschland und 5 davon kriegen ihre Backwaren vom Jochen. Da sieht man mal, was der auf dem Kasten hat. Er ist der Beste. Vielleicht der Beste der Welt. Die 4 zahlen nicht, die anderen. Nicht genug, nicht genug. Jochen, danke dir für das ich Rezept. Wenn ihr Bock habt, nochmal ein Rezept mit Jochen, irgendwas noch, keine Ahnung, schreibt irgendwas, weil er kann alles backen. Cool Speck machen wir als nächstes, das ist geil. Wie auch immer, Leute. Denkt dran, Daumen oben, ein Kommentar, das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bei Jochen in der neuen Bäckerei vorbeischauen in Hamburg. Lehmweg 53. Mhm, einen schönen Tag an euch und